So, wir geben Beutezüge ab, liebe Leute. Osiris. Achso, ja, Marken habe ich jetzt ausgegeben. Dann einmal Bronze und noch einmal 25 legendäre Marken. Und das war's auch schon wieder. Ja, top. Wir haben jetzt hier übrigens mega das Scope entdeckt. Wildhawk SLS 20 testen wir jetzt für euch. Wen es interessiert, wenn es nicht interessiert, der hat die Fresse zu halten. Nee, ja, ich nehme mal Connect und dann sind wir gleich wieder da. So, ja. Willkommen zurück, liebe Leute. Wir testen Futek SLH 20 auf leerer Blick. Ihr seht es schon oben, das ist ein komplett anderes Visier. Ich habe die leider nicht selber, aber Seilgreif hat die und er testet die für uns. Und ich habe mir gerade das Ding aus dem Turm gekauft. Jetzt spackt Destiny rum. Oh nein, jetzt geht's wieder. Und zwar nicht diese hier. Doch, diese hier habe ich gerade vorgelevelt, passt schon. Mit Wildhawk SLS 20. Das sind komplett neue Visiere. Ihr seht es da oben, sieht komplett anders aus. Wir testen jetzt das Visier und das andere. Gehen dazu in Kontrolle. Der Seilgreif startet jetzt für euch Kontrolle und dann. Achso, ich bin Triebfuhr. Ja, vielleicht startet das dann doch nicht. Oder wir können auch hier was anderes spielen. Legendäre Marken bei Rumble. Sollen wir Rumble spielen? Mayhem Clash? Ja, Mayhem Clash oder Rumble? Eher Rumble. Mayhem, ja, es geht nicht. Rumble kann man nicht zu zweit spielen. Dann spielen wir Kontrolle. Was für ein BS, ey. Wir können auch Elimination spielen, eigentlich. Ja, stimmt. Können wir auch mal angeln. Können wir danach mal eine Runde machen? Ja, das können wir ja nachher machen. Ich war vorhin da zwei Stunden lang versucht, mit einem Team in Eliminierung zu kommen. Ja, das war so geil. Oh, das ist echt. Also, Bungie, Leute, macht doch mal private Lobbys. Ohne Witz, das wäre so gut. Ich spiele Imperator. Und ich stelle mich die ganze Zeit neben Seilgreif. Weil da mein Superschneller auflädt. Außerdem schmeiße ich Blitze ohne Ende. Ich habe hier die Blitzwaffe dabei. Salo Supercell habe ich. Was hast denn du als Primärwaffe drin? Die dürfen wir eigentlich nicht hernehmen, weil es ist ein Sniper-Test. Du bist ja nicht permanent Sniper. Ja, ich hab Doktrin drin. Ah, okay. Ich kann nur die Kaltland aus der Nee, aber permanent die Spezialwaffe halt hernehmen, wenn man die Waffen testen will. Ich hab mehr für Raketenwerfer. Warte mal, ich hätte doch Sniper-Muni irgendwo drauf. Ah ja, ich hab mehr Sniper-Muni und mehr Raketenwerfer-Muni. Ich hab doppelt mehr Muni. Gefällt mir sehr gut. Hungry, hungry, so hungry. The little limb of the Imantin. What? Die Subtitel sind so krass. Was geht bei denen dann ab, bitte? Oh ja, nice, ich kann den Intellekt noch erhöhen. Jetzt hab ich 209. Eben hatte ich 200, 300, 100. Ich sehe zurzeit ganz oft Leute, die haben beides auf 5. Habe ich auch mittlerweile Intellekt beim Titan. Disziplin. Ich sehe ganz oft Nachtbüsche, die Intellekt und Stärke auf 5 haben. Ja, beim Titan habe ich sogar mit Heilrüstung und mit Dämmerungsgarnison. Da muss ich nur alles umbauen. Da muss ich die Perks umschalten, dass das wieder passt. Mit Wappen von Alpha Lupe glaube ich sogar auch 5-5. Ich bin nicht ganz sicher. Du kannst ja extrem viel rumspielen mit den Geistern auch. Also Geister und Artefakt kannst du ja austauschen. Du kannst rumspielen und infundieren und so. Und du musst immer die perfekten Rolls dir halt angucken, die möglichst hoch sind. Zum Beispiel ein Artefakt auf 305, das hat 100 plus 100 und das andere auf 320 hat nur plus 94 oder so. Oh ja, ich höre gar nichts. Schlauder mal. Bitte schrei jetzt nicht rum, sonst kriege ich einen Gehörsturz. Achso, Sniper. Boah, das ist aber schon eine schöne Umgewöhnung hier. Ja, bei mir auch. Meins ist, glaube ich, extrem nah dran. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass ich mehr Überblick habe. Das war mir vorher klar. Das ist extrem... Oh, fuck. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke, der hätte mich jetzt so getötet. Ich habe auf den geschossen, aber nicht getroffen. Hättest du da... Hey, die schießen da von rechts auf uns. Muss hier weg. So low. Der ist da irgendwo. Ich hab noch nicht einen Gegner irgendwie. Ja. Ich hab nicht immer einmal auf den Gegner geschossen. Was? Also entweder das war kein Zufall oder den Scope hat's wirklich krass. Ziemlich krass den Gegner gezogen. Schon wieder Headshot. Jetzt habe ich einen mit der Granate gekillt, ey, hör mal auf. Was? Du hast Aim Assist ohne Ende? Ich will auch deine Sniper. Das Visier muss der Hammer sein. Wie hieß das nochmal? Futek, gell? Futek SLA 20, müssen wir nachher nochmal gucken. Kommst du auf A?
Oh, da sind drei Leute, ey, hör mal auf. Ich spiele es halt extrem defensiv, gell? Ich dann nur Sniper nehmen soll. Alter, der fickt mich mit Nirvins Gnade im Nahkampf gegen Salus Supercell. Von wegen Impulsgewehre wurden genervt und so. Keine Chance gegen den. Ich bräuchte mal Spezialmuni irgendwann, nicht mehr hier sehen würde. Och komm, ey. Also mein Visier ist ja gar nichts. Hat noch nicht einen mit der Sniper so richtig. Ich habe ja einmal einen Körpertreffer gemacht. Oh, ich habe eine schlechte Leitung, sehe ich da. Was? Denn sniped jetzt einer und der andere kommt da. Geklaut? Nee, passt. Ich bin eh weggelaufen. Ich bin eh schon wieder tot. Ja, keine Chance. Boah, wie spiele ich denn? Kann man irgendwo hier mal Spezialmuni tanken eigentlich? Haben wir keine Kiste gesehen das ganze Spiel. Nicht eine. Soll ich gleich mal einen Super. Also warte mal, habe ich ja nicht umgestellt, dass ich Landfall nicht geskillt habe? Ich hoffe schon noch. Ah, okay. Bei die Handschuhe, die war Landfall nicht noch so skillen. Oh fuck. LOL. Ja, okay. Wie kommt denn der so schnell hinter mich? Oh. Golden Gun bei A. Golden Gun bei A. Ja. Bin down. Aber läuft auf jeden Fall mit dem Ding. Ich zieh mal 43 ab. Ist das geil? Hier liegt Spezialmuni. Echt? Ich verschieße mir eine geile Rakete jetzt auf B. Hab zwei Leute mit Raketen einfach mal rausgenommen. Der schießt mir eine Rakete genau ins Gesicht und dann noch eine. Hat er wieder zwei Raketen für mich übrig. Also ich habe immer noch keine Spezialmuni gesehen. Das ist halt super Sniper-Test, echt. Ah, jetzt. Und jetzt sind da Gegner. Zwei Stück warten da auf mich. Ich gehe rum, sehe die Spezialmunitionskiste, zwei Gegner und er nimmt die, macht die Kiste jetzt auf. Also was habe ich denn für ein Glück gerade wieder? Das ist ja nicht zu fassen einfach. Und noch einen Schuss jetzt, weil ich überhaupt nicht dazu komme, auf irgendjemand zu schießen. Mit diesem Ramschvisier. Ja, okay, der andere hilft ihm auch noch. Oder nee, Shotgun hat er nicht. Ach, das ist zum Kotzen. Nee, mir macht's also, weiß ich nicht, das Visier ist. Da habe ich mein anderer leerer Blick, ist deutlich besser. Ja, okay, er trifft mich halt schon wieder. Ich kenne hier niemanden! Also, ich bin auf jeden Fall begeistert von dir. Ja, deins ist auch das Bessere, das war mir vorher klar, aber ich habe das jetzt trotzdem mal gekauft, um es halt zu testen. Alpha Team! Erobern und verteidigen, Hüter! Feind hat Zone C eingenommen. Zone A ist sicher. In Führung! Führung verloren. Feind hat Zone B erobert. Zone B ist neutralisiert. Führung übernommen. Zone B ist sicher. Führung abgegeben. In Führung.
Zone B verloren. Feind hat Zone B erobert. Zone B ist neutralisiert. Zone B. Zone B verloren. Hat Zone B erobert. Zone C neutralisiert. Hallo! Lightning sucht sein 50. Fragment. Sagen wir mal eine Minute, zwei Minuten Bescheid. Sind die Gegner dann auch?